Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Der wollte doch tatsächlich, dass ich mich auf der Besenstiel setze. Das war wieder saure Sauerei. Was stinkt dann hier so? Ich riech das. Du hast einer gelassen, du Altsau. Sag mal, spinnst du? Einfach bipscht, ich hab auch Pickel. Einfach bipscht, ich hab zwei Pickel. Ich probier jetzt das und das. Oh. Ei, wer bist dann du? Hast man nicht erkannt, wa? Das ist meine Napoleon-Perücke. Einfach bipscht. Ja, warte erst mal, bis du das ganze Kostüm siehst. Bitte, bitte, finde für mich meine BH-Ausstopfung und dann für unten dieses Spray und dann müssen diese ganzen Klamotten hier ausmuffitiert werden, weil dieser Kleiderschrank, der stinkt wie der Misthaufen der Hölle. Und wenn du das alles fertig hast, dann kommst du zu mir und dann werden wir sehen, wie wir dich hier weiter beschäftigen. Guck mal hier, das blaue Fummelsche. Oh, das hier ist durchsichtig. Durchsichtig. das auch. So. Ich gehe jetzt mal hier nach oben und versuche das nochmal mit meinem Maß. Die Preise. Ist es mit Ihrer Perik eigentlich pappig oder struwelig? Weder noch, es ist eine Spezialanfertigung von meinen Schamhaare. Ja, deswegen der natürliche Glanz und Tern. Ja, das hat seine Richtigkeit. Ja, die Antibabypillen haben wir abbestellt, weil wir dafür hier gar keine Verwertung haben. Ah, ich trage das. Das ist schick. Was ist denn hier passiert? Also das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Was dann? Also, was du hier für eine Telefonrechnung verursachst. Na, also, wer soll denn das bezahlen? Jetzt werde ich vielleicht auch noch ausgemotzt, wa? Das geht mir alles so am Arsch vorbei.